machen Sie auch? Ja, ich will euch heute ein Projekt vorstellen. Ich hatte ja schon an meinem letzten Video, wo ich über den 3D-Drucker gesprochen habe, drüber gesprochen, dass ich halt generell an mehreren Projekten arbeite. Und heute möchte ich euch eins davon vorstellen. Und das ist halt ein kleines Game, an dem ich arbeite, zusammen mit einer Freundin. Ich habe ihre Links auch unten in der Beschreibung verlinkt. Egal, in der Beschreibung verlinkt. Das ist die liebe Fenneki Luna. Sagt, ihre Links sind auch unten in der Beschreibung, könnt ihr da vorbeigucken, mal Hallo sagen. Aber generell, ich will jetzt ein bisschen über das Projekt reden, worum es jetzt eigentlich geht. Und meine Leap Motion macht lustige Sachen. Egal, lasse ich drin, das passt jetzt so. Ich habe jetzt keine Lust, das nicht mehr aufzunehmen. Okay, zurück zum Spiel. Ich habe hier auch eine kleine Timelapse laufen von dem Anfang. Wir machen ein kleines Spiel bezüglich der Backrooms. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal was davon gehört. Generell bin ich ja selbst ein Creepypasta oder generell so Horrorfan und ich habe auch von den Creepypasta über die Backrooms gehört, aber da war jetzt nicht so viel drinne. Da kam dann halt die Fenneki Luna mit ins Spiel. Die hat da gesagt, komm, lass mal ein Game drüber machen. Ich sage, ich wusste so grob ein bisschen was darüber Bescheid, aber sie ist der Kopf hinter der Geschichte. Sie weiß, was da läuft und hat mir so gut was erzählt. Ich habe mir auch ein paar Videos dann bezüglich nochmal angeguckt, dass ich halt auch ein bisschen besser Bescheid weiß. Und ja. Der eine oder andere mag vielleicht die Backrooms kennen. Wenn nicht, wird vielleicht mal ein folgendes Video kommen, wo man das ein bisschen erklärt, weil es ist schon sehr viel. Und für alle, die sich auskennen, die sehen sie auch gerade. Wir machen gerade ja, Wände momentan. Das ist jetzt der Anfang. Ich bin gerade dabei, das erste Level zu machen, also die Lobby. Das ist auch erstmal das komplette Level, was geplant ist für die Demo. Also wir wollen erst eine Demo rausbringen, bevor wir dann ein komplettes Spiel machen. A, um zu gucken, kriegen wir das eigentlich hin. Und B, man muss sie erstmal was zeigen, ob da auch Interesse davor ist. Und so der Blödsinn, wenn wir sagen, okay, wir als vollkommene Anfänger, die jetzt noch kein eigenes Spiel selber gemacht haben, hauen ein komplettes Spiel raus und gesagt, okay, dann doch vielleicht eine Demo, das erste Level, die Lobby, dieser lustige Irrgarten aus den lustig gelb tapezierten Wänden, den machen wir gerade. Ich sage, da gibt es halt ein Level. Ihr seht ja gerade, wie das aufgebaut wird. Ich mache momentan Wände. Das Level besteht ja eigentlich fast nur aus diesen Wänden. Das ist der Hauptbestandteil des Levels. Wie gesagt, ihr werdet im Laufe des Timelapse auch sehen, wie ich das zusammensetze. Ich hatte eine kleine Vorlage von der Fenneki Luna bekommen. War ein sehr, sehr kleiner Raum. Das reicht jetzt nicht für ein Spiel. Ist halt cool, wenn man da irgendwie ein kleines Video oder so drehen will. Reicht ja vollkommen aus, aber für ein Spiel reicht das nicht ganz. Wir haben das dann halt doch deutlich größer gemacht. Im Laufe der Zeit, ich mache das Video jetzt knappe 2 Wochen später, wie wir angefangen haben, ist es noch mal ein Stückchen gewachsen. Also das ist nicht die finale, endgültige Version. Ich setze immer mal ein bisschen noch was dran, weil ich noch ein bisschen Platz brauche, weil wir auch verschiedene Monster drin haben, die brauchen ja Platz und so weiter. Da gehört ja ein bisschen was mehr zum Game und auch das möchte ich euch mit euch teilen, wenn ihr daran Interesse habt, wie so der Prozess ist vom Laufen, was ich mir jetzt so für Gedanken gemacht habe. Auch nur so generell, dass ihr wisst, worum es geht, also wer hier jetzt welche Arbeitsteilung hat. Ich bin generell Artist und halt ja, Programmierer. Ich mache halt über die Unreal Engine viel mit Blueprints. Richtig programmieren kann ich nicht. Ich nutze die Blueprints aus Unreal und damit bin ich gerade dran. Gerade bin ich aktuell an den Monstern. Wir haben da ein paar Monster drin rumlaufen. Ich werde über die Monster nicht so viel erzählen. Einfach nur, dass ihr nicht wisst, wie sie sich verhalten sollen, weil das soll ja auch irgendwo noch ein bisschen spannend sein. Auch so Sachen, wo setzen wir Jumpscares und so weiter ein, was ein Horrorspiel und ein Horrorspiel und Jumpscares ist auch irgendwie ein Burger ohne Bulette, das funktioniert nicht ganz so gut. Sowas wird es halt nicht geben, aber generell so drumherum, was ist so geplant, was machen wir gerade und so weiter, ist vielleicht für euch auch mal interessant, wie man sowas aufbaut. Momentan seht ihr halt einfach generell Levelaufbau, wo man halt sich bezüglich der Backrooms jetzt nicht unbedingt so großen Plan machen muss, einfach erschaffe Chaos. Das funktioniert ja, glaube ich, ganz gut. Ich habe auch immer mal getestet, vielleicht sieht man es zwischendurch mal durchfunkeln, dass das Mannequin da durchrennen kann. Im Gegensatz zu der Originalgeschichte, also dem Originalbild, es ist ja ein Bild, also dieses ganze Creepypasta fängt mit einem Bild an, es ist relativ hell. Wir haben uns hier ein bisschen künstliche Freiheit genommen und haben gesagt, okay, wir wollen in die Horrorrichtung gehen, wir wollen das alles ein bisschen dunkler machen. Das werdet ihr jetzt in der Timelapse hier noch nicht sehen, weil ich sehr, sehr viel auch im Unlit-Modus arbeite, einfach um zu sehen, ob das alles so passt. Und einfach, dass auch die Unreal Engine im Stream funktioniert. Also für alle, die auch das interessiert, was wir so machen, ich werde ab und zu mal streamen und auch Sachen zu dem Game streamen, was man halt so zeigen kann. Gerade so ja, Assets erstellen und so weiter, was halt auch für euch spannend ist, mal man sieht, was man tut. Wie gesagt, ich werde halt nichts darüber zeigen, wie ich die aufsetze, also die Monster aufsetze, wie die sich verhalten sollen, weil das ist ja so ein Teil, dass man das herausfinden soll, wie jetzt verschiedene Monster reagieren.
Ja, und das will ich nicht so rausgeben. Die mache ich halt wirklich offline, aber sehr, sehr viel anderen Quatsch werde ich halt online tun. Wie gesagt, wir haben das Level aufgebaut, wir haben verschiedene Assets aufgebaut, Lampen, wir haben eine Taschenlampe gebaut, ich habe ein bisschen an den Charakteren gebaut, die wir im Spiel haben. Also ich habe mir zwei Mixamo-Charaktere geholt, mit denen ich arbeiten werde fürs Erste. Wir wollten halt jetzt dafür, dass es halt auch eine Demo ist, nicht komplett eigene Charaktere erstellen, haben gesagt, okay, in Mixamo kriegt man sowohl viele Animationen als auch Charaktere, die man sich halt für solche Zwecke halt nehmen kann. Sagen wir, nehmen das jetzt erstmal, bevor wir hier weitermachen, weil sonst gibt es ja gar keinen Anfang. Und man kann ja nicht unbedingt so einen Anime-Charakter jetzt da in so eine halbwegs realistische Welt packen, das funktioniert ja auch nicht, das war ja erstmal Mixamo. Generell, die liebe Fennec Luna kümmert sich auch teilweise um Asset-Beschaffung. Einen Großteil werde ich natürlich selber modellieren, gerade halt was so Hard-Surface-Sachen anfängt, Wände, Zubehör. Ich habe Taschenlampen, Lichter und was weiß ich, so Quatsch mache ich halt selber. Aber ein paar Sachen, wie jetzt halt die Monster zum Beispiel, die hat die liebe Fennec Luna halt einen, glaube ich, selber gemacht und die anderen haben wir dann halt auch auf verschiedenen Seiten, aber dazu dann halt ein bisschen mehr, wenn es zu den Monstern geht, wenn wir die vielleicht vorstellen oder zur Not in die Credits gucken, da ist das dann halt alles im Spiel verlinkt, weil man muss das ja auch vernünftig führen. So. Ja, ich bin auch gerade so ein bisschen aufgeregt, weil ich mache das auch gerne. So. Also so eine Sache will man halt immer mal machen. Man fängt mit Games an. Ich habe jetzt bis jetzt halt viele Szenen gebaut. Ich habe auch noch ein anderes Spiel, da bin ich jetzt mit einer anderen Freundin dran beim Arbeiten. Das macht aber gefühlt gerade so keine Fortschritte, weil auch sie halt auch noch andere Sachen zu tun, weil Leben passiert, man hat andere Sachen zu tun. Und jetzt mache ich so, mach da mal was, mach hier mal was. Und ja, wie gesagt, wenn ihr generell Interesse habt, dass ich euch mal so zeige, was für Gedankengänge ich da habe, um ein Spiel zu machen, wie man das so aufbauen kann, weil mir sieht man hier. Ich habe jetzt einfach mit dem Level an sich angefangen, weil man muss ja irgendwo anfangen. Also ich halt Blockout habe ich mir tatsächlich hier gespart, weil das ist jetzt nicht sonderlich aufwendig. Normalerweise mache ich mir für eine Szene erstmal so ein Blockout, wo ich ganz grob aus Cubes und Spheres und so weiter erstmal eine Landschaft so schaffe, wo ich dann halt, je nachdem, was es sein soll, verschiedene Wände, Häuser oder so weiter, halt komplett simpel aus Cubes oder so nachbaue. Das habe ich mir, wie gesagt, hier gespart, weil hier ist Chaos das Ziel und hier ist dann halt besser, wenn man nicht so viel Plan hat oder sich einfach treiben lässt. Ansonsten mache ich mir halt Plan, aber generell. Ich dachte, das wäre halt so eine interessante Sache, einfach mal zu gucken. Generell auch werde ich demnächst, auch wenn wir da ein bisschen über Lightring sprechen, wir sind gerade noch so am Grübeln, wie man das am besten machen. Man muss ja auch mal aufpassen, ist das dunkel und stimmig, aber es darf halt nicht zu dunkel sein, dass man was sieht. Und man will halt ein paar hellere Stellen, ein paar dunklere Stellen, dass man halt über so Lightning-Geschichten und generell alles so, ja, so was redet. Ich weiß nicht, da gibt es so viele Videos nicht. Man kann ja nicht einfach anfangen und sowas. Ich wollte auch unbedingt schon ewig generell mal ein Video zu machen. Ich bin nie dazu gekommen. Ich habe mich nicht mal hingesetzt und ein vernünftiges Skript geschrieben, dass ich euch das vernünftig erklären kann, dass es halt auch nicht nur in meinem Kopf Sinn ergibt. Generell so related Geschichten für Games zum Beispiel. Wie arbeitet man generell vernünftig mit Assets in der Unreal Engine oder generell in der Game Engine? Was ist ein High Poly? Was ist ein Low Poly? Was ist dieser High Poly, Low Poly Bake? Was muss ich dabei achten? Was sind Instanzen? Wie setze ich die auf? Wir haben einmal kurz drüber gesprochen, wie man Instanzen für Materials aufsetzt. Das gleiche gilt natürlich auch für Assets. Wie setze ich generell Assets auf jetzt die Wände? Warum habe ich die Wände jetzt in viele, viele Einzelteile zersetzt und nicht einfach das komplette Ding so reingesetzt, wie es ist? Oder auch den Boden. Wieso habe ich jetzt den Boden aus diesem großen Block einfach viel kleinere gemacht? Also sowas wollte ich halt einfach mal verschiedene Videos besprechen. Wenn ihr dann eigentlich drauf Lust habt, weil das wird halt ein bisschen anstrengend, da muss ich mein Köpfchen anstrengen, dass ich das halt euch auch gut mitteilen kann. Damit ich das halt auch simpel genug erkläre, dass halt auch Leute, die jetzt halt nicht so in der Materie drin sind, das auch verstehen. Ich hatte es ja schon allein mit den Normal Maps, was zum Henker ist, jetzt so eine Normal Map ein paar Mal unter den Kommentaren oder auch so generell im Gesprächen bekommen, dass ich so Geschichten auch mal erklären sollte, was halt alles so dazu gehört. Wenn ihr natürlich dazu Interesse habt, ich bin mir neu, weil das wird halt für mich halt ein bisschen aufwendig, dass ich das halt ordentlicher, sortierter mache. Oder generell, vielleicht werden wir auch das Projekt einfach so dazu nutzen, warum das so gemacht wird. Mal gucken. Ja, also, ich bin da komplett abgeschweift, egal. Wie gesagt, das ist momentan eins der aktuellen Projekte, wo wir mitarbeiten. Wie gesagt, ich werde öfters da auch mal auf Twitch da am Arbeiten sein. Wahrscheinlich nicht nur. Ich werde zwischendurch auch mal was anderes machen, aber momentan ist das meine primäre Arbeit, die ich halt eher in meiner Freizeit mache, wenn ich halt nicht anderen Kram machen muss. Ja, das war jetzt super erklärt. Okay, danke dafür.
Ja, dann vielleicht habt ihr euch euer Interesse geweckt, vielleicht wollt ihr über die Backrooms ein bisschen wissen. Soll ich euch generell mal ein bisschen was über die Backrooms hier auf dem Kanal erzählen? Oder warum meine Leap Motion irgendwie so komische, lustige Sachen macht? Egal, vielleicht ist alles drin, ich will das nicht alles nochmal erzählen. Die Technik spielt nicht mit, sie spielt verrückt, egal. Wie gesagt, habt ihr da Interesse dran, generell über die Rooms was zu erfahren? Oder ist das vollkommen egal? Für das Spiel an für sich wird es jetzt nicht so unbedingt vonnöten sein, dass man Hintergrundwissen hat. Also wir werden das auch so aufbauen, dass halt einfach Leute, die keinen Plan haben, was die Backrooms sind, mit dem Spiel auch was anfangen können. Da werde ich halt auch drauf achten, dass man halt wirklich für die Leute, die sich ein bisschen auskennen in die Backrooms, die haben ihre Highlights, ihre kleinen Easter Eggs, nenne ich es jetzt mal, ein bisschen versteckt. Und Leute, die absolut keinen Plan haben, was die Sache ist, auch die lassen wir nicht dumm sterben. Die, auch die. Ja, wie gesagt, ich will es so aufsetzen, dass man halt nicht unbedingt Hintergrundwissen braucht, was hier eigentlich passiert, was die Backrooms sind, dass man halt immer nur Sachen wissen muss, dass man halt weiterkommt. Nee, man wird halt auch versteckt Hinweise finden, man muss die Augen aufhalten, aber wie gesagt, ich werde versuchen, die Leute nicht dumm sterben zu lassen. Zumal hin und wieder auch einige Sachen Eigeninterpretationen sind, einfach um ein Spiel draus zu machen, weil die Creepypasta ist eine Creepypasta und ist halt dazu da, um sie zu lesen, eventuell um sie gehört zu hören. Aber ein Spiel ist ja wieder ein bisschen was anderes. Da muss man wieder auf ein paar andere Sachen halt Bezug nehmen. Zumal, was für ein Spiel will man draus machen? Zum einen ist es jetzt halt der Sache, wir haben es ja relativ dunkel jetzt, wir wollen es dunkel halten, dass man halt in der Taschenlampe sich orientiert. Man darf es halt nicht zu dunkel machen, dass man einfach legit nichts sieht. Soll halt diese gute Mischung haben. Wir haben ein paar Stellen, die beabsichtigt schwer zu finden sind. Da werden wir ein paar Sachen verstecken. Das heißt, wenn du da ein bisschen was Verstecktes findest, hast du dann auch noch was Gutes gemacht und kriegst dann halt ja, ein bisschen was. Ja. So war das halt geplant. Auch eine Sache dadurch, dass unser normalerweise. Das hat auch meine Freundin so ein bisschen gestört, dass der Teppich jetzt doch grau ist und nicht beige. Das habe ich aber aus einem guten Grund gemacht, da es halt bei uns doch sehr, 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 sehr dunkel ist oder relativ dunkel ist, ist es halt durch alles, dadurch, dass das komplette Szenario sehr, sehr gelb ist, hat man am Ende, wenn ich ein paar Mal durchgelaufen bin, einfach die Orientierung nicht mehr. Ich weiß irgendwann nicht mehr genau, was ist jetzt Boden, was ist jetzt Wand, da kommt man durcheinander. Deswegen habe ich mich entschieden, okay, wir machen den Boden jetzt dunkelgrau, so ein dunkelgrauer Teppich weicht zwar jetzt ab von dem Originalbild, aber man findet sich zurecht und so ein paar kleine Freiheiten muss man sich dann halt nehmen, dass man das halt auch gut übersetzen kann, dass man das halt auch vernünftig spielen kann. Man muss halt immer so ein paar Abstriche machen. Man kann nicht immer alles eins zu eins übersetzen, weil es sind verschiedene Medien, das funktioniert jetzt nicht so. Ja, so ist es halt. So, generell, ich glaube, das war es jetzt fürs Erste. Ich werde eigentlich einfach mal über dies und jenes mal informieren, über im Laufen halt, wie das Spiel so ist. Wie gesagt, primär sitze ich gerade an den Monstern, das will ich euch nicht zeigen. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so spannend, wie ich verzweifle an irgendwelchen Blueprints und Behavior Tree Geschichten, da irgendwie drauf schlau zu werden. Ich habe ein paar coole Tutorials gefunden, die verlinke ich euch auch. Das ist eine komplette Tutorialliste, auf die ich das aufbauen werde, wenn der Interesse dran besteht. Die sind halt leider komplett auf Englisch. Bis jetzt, soweit ich bin, ich habe sie noch nicht komplett durch. Ich bin gerade noch dabei, dass das zu funktioniert. Ich habe hier den einen oder anderen Schlenker drin, weil ich nicht so, ja, keine Ahnung, ich verschreibe mich öfters und dann habe ich Notes, die ähnlich heißen, aber anders so Sachen tun, dann funktioniert das alles nicht so ganz. Ja, okay. Wie gesagt, Fennekey Luna ist in der Beschreibung. Ich habe die Tutorialliste in die Beschreibung. Wer Bock drauf hat, packe ich auch noch Mixer-Modi-Beschreibung. Wenn einer halt selber ein Spiel machen möchte oder generell Animationen braucht, der kann die sich da holen. Ich werde demnächst auch mal ein Tutorial machen, wie man diese Mixamo-Animation auch in die Unreal Engine 5 reinbringt und wie man die retargetet. Das hat sich ja alles verändert. Das muss ich halt auch selber noch mal lernen. Wir haben ja ein anderes Retarget-Tool als in der aktuellen Unreal Engine 5-Version. Oh, so viel zu tun, so wenig Zeit, ja. Ich muss mich ranhalten, auch die Tutorials wieder vernünftig machen. Ich dachte jetzt eher, ich habe jetzt Zeit, ich habe weniger zu tun hier. Ich kann ja auch auf Englisch übersetzen, weil da jetzt schon sehr, sehr viele nachgefragt haben. Über Instagram und sonstige Geschichten. Ja, irgendwie habe ich mich da total verschätzt. Egal. Sie kommen, wenn sie kommen. Und ja, dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Danke die Leute, die bis hier unten den Wahnsinn zugehört haben. Also bis hier hinten, bis hier unten. Sag mal, ich bin jetzt aber auch, egal. Bis hier hin zugehört haben, dann vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß oder habt Interesse an dem, was ich hier tue. Und lasst doch mal ein Like und einen Kommentar da oder so. Von mir aus auch ein Abo. Hey, YouTuber Nummer 1. Egal. Ja, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Zusehen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und kommt wieder, habt Spaß, macht was Lustiges. Tschüss.